Auf eine völlig neue Art können sich Schüler und Unternehmen im November bei der Nachtschwärmer-Jobtour in Norderstedt kennenlernen und ausloten, ob sie beruflich zueinander passen. Also wir haben ja über unsere Initiative Wirtschaft trifft Schule verschiedene Themen diskutiert, um Schulen und Unternehmen zusammenzubringen. Daraus ist entstanden diese Initiative Nachtschwärmer-Jobtour. Die Kollegen aus Bad Oldesloe haben uns mal erzählt, den Unternehmen, den Schulen erzählt, was es damit auf sich hat. Und wir in Norderstedt haben dann für uns erkannt, das ist ein tolles Projekt. Es hilft den Schülern, es hilft Schulen und es hilft auch Unternehmen. Und insofern sind wir dann jetzt in die Vorbereitung gestartet. Unser Ehrgeiz war schon, auch aus dem zu lernen, aus den Erfahrungen zu lernen, die die Bad Oldesloe gemacht haben. Also da sind wir ihnen dankbar. Die haben uns ja quasi die Starthilfe gegeben. Wir werden wahrscheinlich deutlich größer sein. Gut, nun ist auch Norderstedt deutlich größer. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch das ein oder andere Plus haben dann in der Organisation. Also es ist ja abends, nicht nachts. Also wir fangen um 17.30 Uhr an. Das soll schon was Besonderes sein und es soll schon auch einen besonderen Charakter haben. Und es soll damit auch ein bisschen dokumentiert werden, den jungen Leuten gegenüber, das ist hier nicht rumspielen oder das ist nicht etwas, was man jeden Tag bekommt, das ist eine echte Chance. Auch deshalb eine echte Chance, weil sich hier 20 Unternehmen die Mühe machen, abends sich hier zu präsentieren im ESI, dann aber auch zwei Gruppen durch ihr Unternehmen zu führen und ihr Unternehmen vorzustellen. Die Unternehmen werden dort sich auch Gedanken machen, dass es nicht einfach nur guckt, hier ist die Produktion oder so. Da soll auch tatsächlich mehr passieren und mehr drumherum sein. Das ist wirklich eine Chance, auf hohem Niveau in kurzer Zeit auch als Schüler mal in die große Welt, in Anführungsstrichen die Berufswelt zu kommen. Ja, die findet ja statt hier im ESI, European Surgical Institute, am 27. November. Es sind 21 Unternehmen beteiligt, die sich vorstellen an diesem Abend. Und im Vorwege wurden ja Fragebögen in Schulen verteilt. Das ist jetzt auch ein Teil der Aufgabe der Organisatoren, was wir auch als Norderstedt Marketing gerne mit übernommen haben. Und es sind jetzt insgesamt über 350, ausbildungswillige junge Menschen schon, die sich an diesem Abend hier mit den Unternehmen treffen im Auditorium. Der Verlauf des Abends wird dargestellt. Oberbürgermeister Grode wird auch eine Begrüßung dann vornehmen. Und dann werden diese jungen Menschen auf diese 21 Firmen verteilt, mit Bussen dann auch in diese Firmen gebracht. Und die Firmen stellen sich dann vor. Und das Ganze wird sehr individuell eben auch passieren. Und ich glaube, es hat einen ganz besonderen Charme, einen anderen Charme als die junge Messe. Und ich glaube, es ergänzt das Ganze sehr gut. Die EGNO holt gemeinsam mit der Sparkasse Holstein, der Barmer GEK und Norderstedt Marketing das erfolgreiche Konzept aus Bad Oldesloe am Donnerstag, den 27. November, nach Norderstedt.